bisschen was erzählen über das, was wir Markowitz 2.0 benennen. Das Risikoparitätskonzept. Warum glaube ich, dass wir das ganz gut können? Nun, wir sind als Haus Aquila Capital weltweit eine der führenden Gesellschaften, die eben in solche Risikoparitätsstrategien investiert. Wir sind gegründet, das wissen Sie alle, im Oktober 2001, zwei Wochen nach dem 11. September. Und daran sehen Sie schon, warum ich Ihnen keinen Timing-Aktienfonds vorstelle, weil Timing ist nicht so besonders unsere Stärke. Weil wenn man zwei Wochen nach dem 11. September eine KAG gründet, dann hat man entweder sehr viel Mut oder ist ziemlich verrückt. Man sieht es mittlerweile, hat sich das Ganze für unsere beiden Protagonisten, den Dr. Dieter Rentsch und Roman Rosnenbräuch, gelohnt. Wir dürfen aktuell, sind sogar schon 4,5 Milliarden Assets under Management verwalten und davon haben wir ungefähr die Hälfte, also über 2 Milliarden in Risk-Parity-Strategien. Deswegen fühlen wir uns berufen, Ihnen heute hier ein bisschen was dazu zu erzählen. Vielleicht einmal vorab ein bisschen was zu unserer Investmentphilosophie, weil die unterscheidet sich so ganz grundsätzlich zu all dem, was Sie bisher in diesem Blog vermögensverwaltende Fonds gehört haben. Wir sind uns ganz sicher, dass wir keine Ahnung haben, wo die Märkte übermorgen stehen. Wir halten das so ein bisschen mit dem lieben Herrn Bohr, seines Zeichens Nobelpreisträger und Freund von Albert Einstein, der einmal auf die Frage, wie es denn mit der Quantenphysik weitergehen wird, 1922 das hier geantwortet hat. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das heißt, wir als KAG waren absolut nicht in der Lage, Lehman vorherzusehen. Was uns auch nicht gelungen ist, ist die Wirtschaftswachstumszahlen der Bundesrepublik Deutschland in den letzten zwei Jahren vorherzusagen. Und ganz sicher konnten wir Ihnen auch nicht sagen, dass Griechenland eventuell bald aus dem Euro rausfliegt. Jetzt bitte nicht alle aufstehen und wegrennen, ja, weil Sie sagen, ja gut, wenn Sie das alles nicht wissen, warum sollten wir Ihnen dann weiter zuhören? Vertrauen Sie mir einfach, wenn ich Ihnen sage, die meisten anderen können es auch nicht. Die sagen es Ihnen nur nicht in dieser Deutlichkeit. Ich habe Ihnen mal hier einige Beispiele mitgebracht für berühmte Experten und Spezialisten, die sich zu verschiedenen Entwicklungen auf dem Markt geäußert haben. Ganz oben links, der nette Herr dort, ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende von IBM, der 1943 eine Marktprognose abgegeben hat für den Computer. Er sagte so 5 Stück, das sollte weltweit eigentlich reichen, um den Marktbedarf zu sättigen. Bei kleineren Veranstaltungen lasse ich normalerweise durchzählen, wie viele so im Raum sind. Das sparen wir uns mal heute. Ich glaube, Sie glauben mir, es sind mehr als 5. Von der Warte her war das doch eine sehr konservative Prognose. Zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, diese Prognose war unter schweren Prämissen zu erstellen, weil die Computer wogen damals 40 Tonnen. Also das sei vielleicht zu seiner Ehrenrettung gesagt. Noch schöner finde ich allerdings das Zitat des Präsidenten des UN-Patentamtes, der 1899 zurücktritt. Und alle stürmen ihn und sagen, ja um Gottes Willen, warum trittst du denn zurück? Edison mit der Glühbirne, die Dampfmaschine erfunden, hast doch einen super Job gemacht. Er sagt, ja, hier, mein Job ist getan, ist alles erfunden, da kommt nichts mehr. Ja? Nähern wir uns wieder ein bisschen der Wirtschaft. Gottlieb Daimler als schwäbischer Unternehmer mit einer sehr konservativen Prognose, natürlich zu seiner neuen Erfindung, dem Automobil. 1 Million Stück konnte er sich so weltweit damals vorstellen. Die Zahl ist gar nicht relevant. Er hätte 10 Millionen, er hätte 100 Millionen sagen können. Er liegt ja immer daneben. Das Wichtige ist doch die Begründung. Und die Begründung, dass es einfach nicht genug Chauffeure gibt, die ist doch absolut einleuchtend. Und das wird doch auch jeder Experte im Finanzbereich, wird Ihnen doch immer eine super Begründung dafür liefern, warum exakt seine Prognose die richtige ist. Und Sie können es fast schon ahnen bei diesen netten Protagonisten hier unten, bekannt aus Funk und Fernsehen, dass ja auch unsere Branche nicht so völlig frei von Fehlprognosen ist. Was meinen Sie aus der hohlen Hand geschätzt von 38 befragten Banken im letzten Jahr? Wie viele haben bei der DAX-Prognose, und es waren deutsche Banken, bei der DAX-Prognose weniger als 1000 Punkte daneben gelegen? Ich meine, das war nicht der indonesische Markt und es war auch nicht der Tech-DAX, es war der DAX. Gibt es da irgendwelche Meinungen? Gut, ich löse es mal ganz schnell auf, weil wir haben ja nicht viel Zeit heute. Es war exakt eine, die Hessische Landesbank. Die lag nur 600 Punkte daneben. Ja, also auch 10%. Überlegen Sie sich das mal. 37 von 38 Analysten, und ich meine, die wollen auch alle Karriere machen. 37 von 38 Analysten schaffen es nicht, bei der DAX-Prognose weniger als 1000 Punkte daneben zu liegen, nur weil das Marktumfeld mal ein bisschen schwieriger ist. Beim Dow Jones würde ich mir das noch gefallen lassen, beim DAX finde ich das schon ziemlich kräftig. So, was tun, sprach Zeus. Wir können es also nicht mit den Prognosen, die meisten anderen können es auch nicht. Sie haben im Grunde genommen 3 Möglichkeiten, wie Sie damit umgehen, wenn Sie das akzeptieren. Erste Möglichkeit ist relativ einfach, Sie legen alles aufs Festgeld. Da wissen Sie wenigstens, was Sie jedes Jahr verlieren. Das können Sie sich genau ausrechnen. Da haben Sie in den anderen Vorträgen ja auch schon eindrucksvoll gehört. Ist also keine Alternative. Die zweite ist, Sie gehen zu den ganz wenigen Häusern, die es immer wieder schaffen, gute Prognosen abzugeben.
paar haben Sie heute schon gehört, ein paar andere Namen mögen Ihnen vielleicht auch noch einfallen. Und die dritte Möglichkeit ist relativ simpel, die gefällt mir natürlich am besten, Sie kommen einfach zu uns. Weil wenn ich gar keine Ahnung habe, wo die Märkte übermorgen sind, dann kann ich doch nur eins tun, diversifizieren. Dann kann ich es doch eigentlich nur mit diesem netten jungen Mann hier halten, mit Harry Markowitz, der einmal gesagt hat, Diversifikation ist eigentlich der einzige freie Lunch, den ich an der Wall Street bekomme. Für alles andere muss ich teuer bezahlen. Freier Lunch klingt erstmal gut, aber was heißt das in nackten Zahlen? Ich habe Ihnen mal hier drei unterschiedliche Anlagestrategien mitgebracht. Und um die vergleichbar zu machen, nutze ich das Sharpe Ratio, weil das eben auch das Risiko der jeweiligen Anlagestrategie mit in Betracht zieht. Ganz unten sehen Sie, das ist ein ETF oder wie ich immer so schön sage, diese graue Linie, das ist André Costolani. Aktien kaufen, Schlaftabletten nehmen, nichts tun, nach vielen Jahren wieder aufwachen. Haben Sie 8% verdient bei einer Vola von 18, macht ein Sharpe von 0,3. 0,3 gibt es also am Kapitalmarkt für nichts tun. Jeder Fondsmanager, der schlechter abschneidet als 0,3, schmeißen Sie den raus, der schlechter als nichts tun. Jetzt gehen Sie zum besten Stockpicker, ein paar haben wir auch heute hier, aber ich habe einfach mal Buffett genommen. Es würde bei allen anderen genauso aussehen, ob Sie zu Herrn Erhard gehen, zu Herrn Leber von Arcatis, es bleibt sich im Grunde genommen gleich. Gehen Sie also zum weltbesten Stockpicker und er liefert Ihnen statt nichts tun 0,3, 0,4 langfristig. Das heißt, er ist nicht doppelt so gut. Er ist auch nicht dreimal oder fünfmal so gut wie nichts tun. Er ist ein ganz bisschen besser. Und es ist verdammt schwierig, in unserer Branche von 0,3 auf 0,4 zu kommen. Weil letztendlich, da müssen Sie schon einen Cousin bei Goldman Sachs haben, da müssen Sie an Neuemissionen zu Vorzugskonditionen teilnehmen. Das ist sehr schwierig, langfristig besser als der Markt zu sein. Das ist einer der Gründe, warum so viele Fonds nicht besser performen als der Markt. Und dann kommt dann so eine Stiftung einer Universität, die Yale-Stiftung, daher und die ist plötzlich doppelt so gut wie die besten Leute an der Wall Street. Wie kann das sein? Sind die jetzt doppelt so schlau oder woran liegt das? Wenn sie doppelt so schlau wären, dann würden sie längst an der Wall Street arbeiten. Damit kann es also nicht zusammenhängen, weil Wall Street zahlt besser als Yale. Nein, es ist ganz simpel. Yale investiert in 4 Anlageklassen, deren Haupteigenschaft es ist, dass die Wertentwicklung möglichst unabhängig voneinander ist. Das heißt, wenn man hier im Sachwertbereich beispielsweise in Wald investiert, dann interessiert es den Baum herzlich wenig, ob wir gerade eine Schuldenkrise in Euroland haben, der wächst weiter. Ein Wasserkraftwerk wird weiter Strom produzieren, auch wenn der DAX schwach ist. Und glauben Sie mir, eine Kuh gibt auch weiter Milch, nur weil gerade der Euro schwächelt. Unabhängigkeit letztendlich darzustellen. Wenn Sie sich jetzt Risparity-Konzepte anschauen, die können überwiegend nicht in illiquide Assetklassen investieren wie Yale. Also Real Assets oder Private Equity fallen da schon mal raus. Das heißt, man muss sich für so ein Risparity-Konzept andere Anlageklassen suchen, die möglichst auch unkorreliert miteinander sind. Wir zum Beispiel verwenden diese 4 Anlageklassen, also kurzfristige Zinssätze, Staatsanleihen, Aktien und Rohstoffe. Und wenn Sie uns jetzt 25 oder 100 Euro im Sparplan geben, dann investieren wir 25 Euro in jede dieser Anlageklassen, haben ein top diversifiziertes Portfolio. Ich sehe Kopfschütteln, normalerweise erwarte ich jetzt immer Tomaten und Eier, ist natürlich totaler Quatsch, was ich da gesagt habe. Ja? Wenn Sie das Kapital gleichgewichtet auf diese 4 Anlageklassen verteilen, dann ist das genauso, als wenn Sie sagen, ich trinke jetzt mal einen Liter Bier, einen Liter Wein, einen Liter Grappa und einen Liter Whisky und ich fühle mich jedes Mal gleich gut danach. Ja, das werden Sie sicherlich nicht tun, weil die Prozente sehr unterschiedlich sind. Das heißt, wenn Sie das Kapital gleichgewichtet auf diese Anlageklassen verteilen, dann haben Sie im Grunde genommen einen Aktienrohstofffonds mit einer belanglosen Renten- und Zinskomponente. Das fällt gar nicht ins Gewicht, ob Sie das nun investieren oder nicht. Das ist nicht besonders wichtig. Ja? Wir vergleichen das immer so ein bisschen mit so einer Postkutsche mit 4 gleich starken Pferden, die Sie eigentlich haben wollen. Und wenn Sie dann so den Schlamm einer Krise haben und hinter Ihnen sind die Indianer, dann wollen Sie 4 gleich starke Pferde haben, die Sie ziehen. Wenn Sie Ihr Kapital gleich verteilen auf 4 Anlageklassen, dann haben Sie 2 Pferde, die Aktien und die Rohstoffe, einen Esel, die Renten und eine Schnecke, die Zinsmärkte. Und wenn dann das eine Pferd, nämlich die Aktien, anfangen zu lahmen, dann haben Sie ein Problem. Dann sind die Indianer verdammt schnell ran. Deswegen ist es viel besser, risikoparitätisch anzulegen. Das heißt, nicht das gleiche Kapital in jede Anlageklasse zu setzen, sondern den gleichen Risikobeitrag. Ja, das heißt, wenn Sie bei uns in den 12er-Fonds mit der 12er-Jahresvolatilität investieren, kommen exakt 3% des Risikos aus den Zinsmärkten, 3% aus den Aktien, 3 aus den Bondmärkten und 3 aus den Rohstoffmärkten. Da haben Sie wirklich 4 gleich starke Pferde, die Ihre Kutsche ziehen. Dann sieht natürlich das Portfolio erstmal sehr komisch aus. Weil von der Kapitalgewichtung her müssen Sie da natürlich sehr viel im Zinsmarkt anlegen, sehr wenig in den Aktien- und Rohstoffmärkten und so mittelmäßig im Rentenmarkt.
höre ich oft, ja, das kann doch eigentlich nicht besonders performant sein. Ich habe Ihnen mal hier als Beispiel die Performance unserer Fonds mitgebracht. Die 7er Strategie haben wir 2004 aufgelegt, das ist die blaue Linie, die Sie hier sehen. Die 12er Strategie, da wir so gut im Timing sind, 2 Tage vor Lehman Brothers. Sie sehen, es hat jetzt auch nicht wirklich geschadet, hat eine höhere Volatilität, entsprechend auch eine höhere Performance. Die Sharpe Ratios, die Sie hier sehen, liegen zwischen 0,9 und 1. Die Sharpe Ratios, die Sie hier unten sehen, bei einem klassischen Mischfonds 60-40 ist bei 0, weil sie hat mit Festgeld im gleichen Zeitraum genau das gleiche verdient. 60-40 Portfolios, 60-40 Mischfonds sind nicht ausgewogen. Erinnern Sie sich zurück, 2008 haben wir eine Volatilität im DAX teilweise von 80 gehabt. Das heißt, da hätten Sie nur aus dem Aktienteil in Ihrem 60-40 Portfolio 32% Vola gehabt. Das ist so, als wenn Sie einen Sumo-Ringer und ein Kleinkind zusammen auf eine Wippe setzen und wenn der Sumo-Ringer anfängt zu wippen, na, dann wissen Sie, was mit dem Kleinkind passiert. Das funktioniert nicht, das ist nicht ausgewogen. Deswegen ist es besser, risikoparitätisch vorzugehen. Können Sie sagen, gut, das ist einfach Glück vielleicht gewesen seit 2004, wir machen das ja noch nicht besonders lange, deswegen haben wir es einfach mal zurückgerechnet. Und das ist ja relativ simpel, sowas backzutesten, weil es hier keine diskretionären Einflüsse gibt. 4 Anlageklassen, risikogleichgewichtet investiert, das kann man sehr einfach backtesten. Und Sie sehen, Aktienmarktkrisen interessieren überhaupt nicht. Zwischen 2003 und 2005 hatten wir auch eine Rentenmarktkrise. Alan Greenspan mit seinen Tribbelschritten von 1 auf 5% den Leitzins erhöht. Sehen Sie auch nicht in diesem Portfolio. Das ist ganz ruhig, weil einfach 4 gleich starke Pferde hier ihre Kutsche ziehen und nicht 2 Pferde, ein Esel und eine Schnecke. Wenn man sich die einzelnen Monatsdaten anschaut, dann sieht man auch sehr schön, wann die Strategie natürlich nicht funktioniert. Weil die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht, das wissen wir alle. Und vielleicht das Gute vorab, Sie haben bei uns mit der 7er Strategie seit Auflage im Schnitt 9% pro Jahr verdient. Kein einziges negatives Jahr hat die Strategie abgeliefert. Aber Sie sehen, zum Beispiel im November letzten Jahres oder auch im Januar 2009 deutlich negative Vorzeichen. Was passiert dann? Nun, das ist eine Long-Only-Strategie. Das heißt, in Märkten, wo alles gleichzeitig fällt, Aktien, Renten, Rohstoffe und Zinsen, verliert diese Strategie Geld. Da wir wissen, dass solche Marktphasen in der Regel alle 30 Monate einmal auftreten, haben wir ein Risikomanagementsystem darunter gelegt, was das Risiko in solchen Marktphasen begrenzt. Das heißt, bei 4% Verlust auf Monatssicht ist in jedem Fall Schluss. Nun ist das hier für einige Anleger ein bisschen zu konservativ. Deswegen haben wir den 12er aufgelegt, wie gesagt, 2 Tage vor Lehman. Wenn Sie da von Anfang an dabei sind, haben Sie aktuell 53% plus. Das ist eine annualisierte Rendite von 11% pro Jahr. Das Risikobegrenzungssystem greift hier bei 7% und nicht bei 4%. Das heißt, Sie haben auch einen Tick mehr Risiko letztendlich in der Strategie. Für ganz tapfere Seelen haben wir auch noch das Ganze in der 17er Variante. Das ist dann so auf Aktien Risikolevel, da bieten wir aktuell auch sehr attraktive Seeding-Konditionen. Wenn Sie das interessiert, kommen Sie gerne im Nachgang auf mich zu, dann können wir das gerne weiter erörtern. Was tun wir jetzt genau in diesem Fonds? Und da ist das eigentlich die allerwichtigste Folie des gesamten Vortrages, auch wenn sie nicht so aussieht. Ja? Langfristig, und das sagt Ihnen dieser Chart, langfristig ist es am Kapitalmarkt ganz egal, ob Sie in mexikanische Technologieaktien investieren oder in deutsche Bundesobligationen. Wenn Sie die mexikanischen Technologieaktien so lange absichern durch Short-ETFs oder Puts oder was Ihnen einfällt, bis Sie das gleiche Risikolevel haben wie bei den deutschen Bundesobligationen, zahlen Sie so viel Prämie dafür, dass Sie auch nur die gleiche Renditeerwartung haben. Andersrum, wenn Sie die deutschen Bundesobligationen so lange leveragen und hebeln, bis Sie das gleiche Risiko haben wie bei mexikanischen Technologieaktien, haben Sie die gleiche Renditeerwartung. Das muss auch so sein, sonst würden Arbitrageprozesse sofort einsetzen und Anlageklassen sich untereinander austauschen. Das heißt, langfristig ist letztendlich alles gleich am Kapitalmarkt. Was wir dann machen, ist im Prinzip so ein bisschen, dass wir im Risikotuning-Geschäft unterwegs sind. Das kennen Sie, wenn Sie zu Hause in das Manual Ihres Autos schauen und da steht so eine schöne Zahl vom Hersteller, 6 Liter auf 100 Kilometer. Wann fahren Sie denn, wann verbrauchen Sie denn exakt diese 6 Liter auf 100 Kilometer? Meistens doch, wenn Sie so 80 fahren. Das heißt, Sie schaffen das nicht, wenn Sie 30 fahren, Sie schaffen es auch nicht, wenn Sie 220 fahren. Ähnlich machen wir das am Kapitalmarkt. Wir sagen, die Aktien sind uns zu risikoreich. Die bringen wir vom Risiko, Chance-Risikoprofil herunter. Die Zinsmärkte wiederum sind uns zu langweilig. Die bringen wir vom Chance-Risikoprofil herauf. Bis wir 4 exakt gleiche Bausteine haben, weil wir das mit den Renten und den Rohstoffen auch wiederholen. Das heißt, alle 4 Anlageklassen haben bei uns exakt das gleiche Chance-Risikoprofil. Und wenn Sie dann diese 4 Anlageklassen zusammentun zu einem Portfolio, dann passiert eben genau das, was Harry Markowitz immer als Free Lunch bezeichnet hat. Dann passiert Diversifikation. Die Rendite bleibt gleich Ihres Portfolios, die Volatilität halbiert sich. Ihr Sharpe Ratio verdoppelt sich von 0,4 auf 0,8. Und das ist bei uns ein voll systematischer Vorgang. Das hat nichts damit zu tun, dass unser Fondsmanager morgens aufwacht und sagt,
ich habe ein gutes Gefühl heute bei japanischen Aktien, da müssen wir was machen. Sondern das kommt bei uns aus dem Portfolioaufbau. Vielleicht noch einmal einen Schritt zurück, weil das immer relativ schwer zu erörtern ist. Mal aus einem anderen Blickwinkel. Stellen Sie sich vor, das ist ein beliebiger Aktienmarkt. Das heißt, er schwankt mit einer Volatilität, sagen wir mal 14. Er zahlt Ihnen langfristig eine Risikoprämie, das heißt ganz platt, er steigt. Jetzt nehmen Sie drei andere Märkte dazu, die alle wiederum relativ unkorreliert zum ersten Markt sind. Das heißt, die steigen mal, wenn er fällt und andersrum. Die aber auch die gleiche Volatilität haben und Ihnen auch langfristig eine Risikoprämie zahlen. Also auch wieder steigen. Addieren Sie die vier Linien, teilen das Ergebnis durch vier, bauen also Ihr Portfolio zusammen, haben Sie diese Linie. Sie sehen auf den ersten Blick, Volatilität hat sich halbiert, Performance ist gleich geblieben, Sharpe Ratio hat sich verdoppelt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Toyota Prius Hybrid. Ja, im Prinzip volle Leistung, die Sie hier kriegen, bei halbem Verbrauch. Nun sagen Sie wahrscheinlich zu Recht, naja, aber Herr Lipfer, Toyota Prius Hybrid ist nicht so die Automarke unserer Kunden. Wir hätten lieber einen Porsche Cayenne. Ist auch kein Problem, weil Diversifikation können Sie immer in zwei Richtungen nutzen. Sie können das Risiko halbieren und den Ertrag behalten oder aber Sie behalten das Risiko und erhöhen den Ertrag. Das können Sie sich aussuchen. Wenn Sie so wollen, ist die gelbe Linie der 7er, die blaue Linie ist der 12er Fonds. Ja, ich höre oft, dass Risperity ja nur in Zeiten fallender Zinsen funktioniert. Deswegen habe ich Ihnen mal langfristig die Sharpe Ratios von unterschiedlichen Assetklassen mitgebracht. Also Sie sehen hier im Prinzip vier Dekaden, immer jeweils Aktien, Anleihen, Rohstoffe und was ein Risperity-Portfolio Ihnen für ein Sharpe Ratio geliefert hat. Sie haben in allen Dekaden, außer während der Ölkrise, mit Risperity die höchsten Sharpe Ratios bekommen. Das heißt, Sie haben für jede Einheit Risiko, die Sie eingegangen sind, die meisten Einheiten Ertrag zurückbekommen von allen Anlageklassen. Und deswegen funktioniert Risperity klar, wenn die Anleihen gut laufen, aber es funktioniert eben auch in Szenarien, wo die Aktien gut laufen. Es funktioniert in vielen Szenarien. Zweiter wichtiger Aspekt, warum man sich mit solchen Strategien auseinandersetzen sollte, nicht nur mit unserer, sind einfach die unglaublich vorteilhaften Korrelationseigenschaften. Aufgrund der Art und Weise, wie diese Portfolios aufgebaut werden, haben sie in der Regel keine Korrelation mit klassischen Assetklassen. Weder mit Aktien 0,1 noch mit Staatsanleihen 0,17. Noch mit Rohstoffen im Bereich 0,2 bis 0,3. Ja, das bringt echte Diversifikation Ihnen ins Depot. Weiterer Grund, sich mit Risperity-Strategien zu beschäftigen. Es gab letzten Herbst eine große Umfrage zwischen institutionellen Anlegern in den USA, was sie von Risperity-Strategien halten, weil dort gibt es diese Strategien schon seit Mitte der 90er Jahre. Und ich habe Ihnen mal ganz verkürzt hier die Ergebnisse mitgebracht. 84% aller Anleger in den USA wollen aktuell oder kennen aktuell Risperity-Strategien. Bei den Vermögen, die mehr als 5 Milliarden verwalten, sind es sogar über 95%. Rund die Hälfte aller Investoren in den USA plant, die Allokation zu erhöhen. Niemand will sie senken. Und ungefähr 75% der Allokation gehen zulasten der Aktien- oder Rohstoffquote. Ja, wir bieten unsere Fonds, wie gesagt, in drei Varianten an. 7, 12 oder 17er Volatilität, je nach Neigung. 7er ist ungefähr auf dem Level von Staatsanleihen, 12er auf dem Level von Wandelanleihen, 17 ist auf dem Level von Aktien. Ich empfehle grundsätzlich Ihnen, den 12er zu verwenden, weil Sie dort das vorteilhafteste Verhältnis aus Kosten zu Ertrag haben. Denn die Management-Fee ist bei allen drei Tranchen identisch.